Närrisches Treiben am Sonntag in Münsingen. Nach der närrischen Anfangszeit um 13.31 Uhr machten jede Menge Närrinnen und Narren die Straßen der Stadt unsicher. Insgesamt waren es rund 4.000 Hästräger und Musikanten aus der näheren und weiteren Umgebung, die der Einladung der Hungerberghexen gefolgt waren. Das Wetter war nasskalt und damit eher so, dass nur hartgesottene Fasnitz-Fans an die Umzugsstrecke kamen. Deshalb waren die Narren in der Überzahl. Das tat aber der guten Stimmung in Münsingen keinen Abbruch. Denn jetzt galt es die vergangenen Jahre, in denen die Fasnet gar nicht oder nur in sehr abgespeckter Form stattfinden konnte, wieder aufzuholen.